Hallo, ich möchte euch jetzt mal zeigen, wie man sich bei TradingView anmeldet bzw. das auch nutzt. Dafür natürlich bei Google erstmal TradingView suchen. Hier steht es auch nochmal. Ich kann euch auch gerne einen Link unten noch rein einfügen. Ja, das ist erstmal die Übersicht. Hier oben so die wichtigsten Werte. Bitcoin, Do, Euro, US-Dollar. Ja, jetzt machen wir hier gratis Testen hier oben. Und hier seht ihr schon, hier gibt es dann ein paar Varianten. Einmal den Premium, Pro Plus und Pro. Und hier den Basic. Diesen habe ich, ehrlich gesagt. Ja, ich habe jetzt hier den Sinn oder die Notwendigkeit noch nicht gesehen, hier abzugraden oder sowas. Ich mache das jetzt schon, wie gesagt, seit 2 Jahren mit diesem Tool hier und ja, keinerlei Kosten, alles super, man kann einzeichnen, wie man will. Natürlich vielleicht ein paar Farben oder sowas, ich habe nur Rot und vielleicht auch ein paar Signale oder sowas kann man sich dann hier vielleicht mehr setzen, aber ja. Ich bin auch hier nicht irgendwie mit einer Provision dabei oder so. Ich möchte euch einfach nur zeigen, was ich nutze für ein Tool. Ihr könnt gerne auch ein anderes nutzen, wenn ihr es überhaupt benötigt. Natürlich macht es eigentlich Sinn, sich selber auch die Charts ein bisschen besser anzuschauen als ja, die Darstellung zu nutzen, die oftmals im Internet zu finden sind, wenn man einfach die Aktie sucht oder wie auch immer. Es macht, denke ich, schon Sinn, auch die Charts bisschen besser mit einem Tool auch sich darstellen zu lassen. Deswegen, aber es bleibt natürlich jedem über, wie er das handhabt. Ich möchte das nur als, sag ich mal, Komplettpaket jetzt auch vorstellen. Wie ich das mache und was ihr dann daraus macht. Ja. Auf jeden Fall, ich bin da nicht beteiligt oder sonst irgendwas. Genau, also keinerlei Verbindung. Ich zeige euch das jetzt einfach mal auf. So, also dann, wenn die Seite aufgeht, gebt ihr hier euren Benutzernamen ein, eure E-Mail-Adresse und ein Passwort eurer Wahl. Und macht dann, nachdem ihr bestätigt habt, dass ihr kein Roboter seid, ja, bekommt ihr dann einen Aktivierungslink und könnt dann, ja, wenn ihr dann die E-Mail-Bestätigung angeklickt habt, kommt ihr hier auf dieses Interface. Hier könnt ihr dann ein Bild auswählen eurer Wahl. Noch den Namen eingeben, Vor- und Nachname und dann fortfahren. Dann habt ihr hier die Übersicht, Profil und ja, hier seht ihr dann so eine kleine Übersicht von eurem angelegten Account. Und ja, wenn ihr jetzt dann zum Beispiel hier den DAX sucht, von Xetra, sage ich mal als Beispiel. Dann könnt ihr hier, genau, dann geht das hier auf. Wenn ihr da draufklickt auf eure Auswahl, jetzt bin ich auf Apple gekommen. Okay, aber passt ja auch. Hier könnt ihr dann euren Chart sehen. Ich hier nochmal im DAX, genau. Sieht jetzt noch nicht genauso aus wie bei mir. Ich habe da noch die 2000er, 200er Trendlinie noch drauf gemacht. Ein paar Indikatoren, aber da kann ich noch drauf später zukommen, auf diese Einstellungen. Aber erstmal für das Anmelden, denke ich, sollte das reichen, wie ihr dann quasi da auch so eine Favoritenleiste erstellt und sowas, würde ich dann im nächsten Video drauf zurückkommen und auch nochmal erläutern. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr dann wieder dabei seid.
Und ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.